Scharenweise Eltern drängten sich am Freitagnachmittag mit ihren Handys bewaffnet vor der großen Bühne auf dem Rathausplatz, um ihre Kinder beim Singen und Tanzen zu filmen. Etliche Kindertagesstätten gestalteten beim Delmenhorster Kindersommer ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Der Lions Club Delmenhorst Burggraf hatte zum dritten Mal zum Kita-Fest eingeladen. 24 Delmenhorster Krippen, Kitas und heilpädagogische Einrichtungen stellten den rund 2000 Besuchern ihre Konzepte vor. An den verschiedenen Ständen konnten die Kinder spielen, toben, basteln und experimentieren.